Und damit natürlich hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Tage bis zum ultimativen Terraforming. Wir hacken weiter Löcher in den Boden. Kann es sein? Ich muss mal diese Prozentanzeige mit der Infektion in Beobachtung halten. Wenn die steigt, muss ich mir echt nochmal so ein Antibiotika reinpfeifen oder so. Sie steigt. Bin ich irgendwann bei 100% und dann werde ich selber zum Zombie. Wollen wir nicht. So, was? Vitamine, Erschöpfung heilen, Kältewiderstand. Ausdauerwiederherstellung, Raufschaden, Betäubungswiderstand. Infektion heilen 10%. Außer Wiederherstellung 15%. Kann ich Antibiotika herstellen? Antibiotika, ja. Aber dafür muss ich erst Arzt sein und Rezept. Kriege ich das denn hier drin? Intelligenz, Heilung. Heilfaktor. Ich glaube nicht so schnell. Schade. Muss ich mal mich da auch mal einlesen, wo kriegt man denn bitteschön die Rezepte alle her? Ja, die kann man sich bestimmt beim Händler auch kaufen. Eventuell. Hoffen wir es mal. Und alleine nur durch den Grabenbuddeln haben wir jetzt fast schon ein halbes Level gemacht. Also das nimmt man auf jeden Fall sehr gerne mal mit. Nicht genug Ausdauer, nicht genug Ausdauer. Die ganze Zeit nicht genug Ausdauer. Wie sieht es mit unserem Maiskörbchen aus? Noch im Anbau. Samen, Anbau. Ah, wir sind da jetzt schon mal im weißen Bereich da hinten bei der Infektion. Das ist schon mal gut. Ah, will ich doch gar nicht, das Gras. Das hat ein unweigerliches Nebenprodukt, was mitkommt. Da kein Zombie weit und breit. Entweder die wissen, was ihnen blüht, oder die haben einfach keinen Bock. Das da hinten sah gerade so aus, beinahe, aber nein. Okay, kann ich damit? Okay. Ja, läuft doch. Aber es verbraucht mehr Ausdauer. Ja, genau. Und dann krieg ich nur diese eine Pflanze, weil er nicht richtig trifft. Genau. Okay, sollten wir eventuell lassen. Och, ey, immer ist diese Schrottpflanze dazwischen. So, weg mit euch. Auch weg mit dir und dir und dir und dir und dir und dir und dir. Alles weg. Ist ja schlimm, ey, wenn man immer dieselbe Stelle trifft, ey. So, Holz brauchen wir natürlich auch wieder. Ein bisschen Abwechslung. Wenn die Bäume länger stehen, dann können die, glaube ich, bis zu 900 Leben haben, ne? Und letztens hatten wir irgendwie einen Baum dazwischen, der 900 hatte oder 600. Ich bin nur gut.
gut, dass wir im Moment nicht gegen so einen Bären kämpfen müssen. Wir haben zwar jetzt zweimal einen gesehen. Aber nirgendwo ist ein Bär aufgetaucht. Die Verteidigung mit den Bäumen, wie gesagt, das war nichts. Das wäre, glaube ich, eher in die Hose gegangen, weil ich dann nichts mehr gesehen hätte, von wo die Zombies kommen. Und gerade in dieser Todesnacht beim Blutmond sollte ich, glaube ich, sehen, was mich angreift. Im Normalfall. Weg. Echt jetzt? Und dann würde ich sagen, eins tiefer, mein Freund. Aber hier bin ich schon eins tiefer gegangen. Jetzt natürlich die Frage, packt man gerade den Revolver weg, ob wir die Spikes dann auch hier reinsetzen können. Ich würde sagen, ja. Finde ich auch, geht bedeutend schneller, weil uns jetzt nichts mehr im Weg ist, so in Richtung Pflanze. Oh oh. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn es so windet. Ach, kommt wieder so eine Zombie-Horde auf uns zu. Auf jeden Fall regnet es. Ja! Zwei Tropfen abbekommen und ich bin zu 98% nass. Läuft, würde ich sagen. Das Ding hat auch... Ah, hier unten hat das nur 200, nicht 250. Deswegen geht das jetzt ein bisschen rasanter. Wenigstens etwas. Sicher, die Zombie-Horden gleich ankommen. Mal wieder mal rausgucken. Da ist ein Hühnchen. Okay. Treffen wir gelernt sein. Ich gehe dem ein wenig näher entgegen. Bestimmt gleich Zombies hier in die Richtung. Ich meine, ich hätte sogar gerade einen gehört, aber das könnte auch mein Schritt gewesen sein. Auf jeden Fall können wir es uns nicht erlauben, nicht weiterzumachen. Noch
noch hält die Schaufel, aber die geht bestimmt gleich kaputt. Genau jetzt. Reparieren. Immer wieder mal rausgucken. Mehr wie nass können wir eh nicht werden. Nicht genug Ausdauer. Theoretisch gesehen könnte ich ja währenddessen dann, wenn wir keinen Ausdauer haben, schon mal die Spikes setzen. Aber doppelte Spikes, damit die schön dran zu knabbern haben. Ich brauche verdammt viele Spikes gleich. Deswegen sollten wir uns jetzt mit so Kleinigkeiten wie irgendwo noch Sachen holen, erstmal nicht mehr aufhalten. Sondern knallhart diesen Graben weiter ausheben. Und dann komplett auf Bäume fangen gehen. Weil sonst endet das böse für uns. Haben wir nämlich ein fettes Problem. Danach können wir immer noch Eisen suchen und es einschmelzen. Dass wir die Spikes noch verstärken können mit Eisenstacheln. Für den nächsten Blutmond dann. Vielleicht schaffen wir es zeitlich auch noch ein paar Sachen zu verstärken. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Vielleicht sollte ich auch im Haus ein paar Kisten verteilen und Waffen herstellen und diese Waffen in die Kisten anpacken. So als letzte Instanz, dass wir uns auch mal zurückziehen können oder so. Jetzt müssen wir aber alles ausprobieren. Ich esse mal wieder drei Kuchen und trinke auch was. Ja, jetzt gerade fängt nämlich der Durst an. Drei sollten, glaube ich, reichen. Mach schneller, Junge. Es geht um Leben und Tod. Das weißt du. Mach mir mal noch mal Mais. Doch, Maismehl hätte ich noch genug. Mach mir jetzt drin nochmal Maisbrot. Weil ich habe auch noch mal 10 Flaschen hier. Ach, die kann ich. Ah, okay. Hätte ich das. Na gut. Hätte ich das vorher gewusst. Okay, außen kann ich es doch. Kann es auch hinmachen. Ich lock das den einen oder anderen Zombie hier hin. Das kann jetzt ja auch nicht.
kochen. Auf jeden Fall noch mal Wasser mit. Ja, das gute Gewitter. Ist aber ungewöhnlich, dass nicht noch irgendwie ein Zombie mal nochmal vorbeikommt oder so. Wir treffen jetzt Zombies nur noch in der kaputten Stadt hinten. Oder halt, wenn wir draußen rumrennen. Ah, die Sonne kommt schon wieder raus. Wieder kein Ausdauer. Und das war eins zu tief. Na, dann macht man das hier ein bisschen breiter, ist ja egal. Dann ist das so. Ja, es war wieder so klar, dass du in der allerletzten Instanz dieses scheiß Gras mitnehmen willst. Weg mit dir, Gras. Weg mit dir. Ich verhau die Erde. Mittendrin. 2 Minuten 18, bis die komplett fertig sind. Ja, ist ungefähr die Folgenlänge noch. Ungefähr. Jetzt ein noch tiefer. Dann holen wir das erstmal noch weg. Haben die es halt auch da schwerer hochzukommen, so wie es sein sollte. Ladadi und Ladada, Gartenarbeit mag ich gern. Umgraben tue ich für mein Leben gern, denn ich möchte eine Graben haben. Ah, die Grillen zirpen schon. Ein Anzeichen, dass es so langsam wieder dunkel wird. Ich bin jetzt so langsam doch der festen Überzeugung, dass wir es schaffen können, den ersten Blutmond zu überleben. Ohne zu sterben. Allein. Ohne Hilfe von anderen. Vielleicht. Auch im Moment wieder null Zombies, nichts, gar nichts. Meisten machen sich ja mal bemerkbar. In dem Fall auch überhaupt nichts. Totenstille. Totenstille. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir bauen einen Graben. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.